Wir auf das Wohl von Braut und Bräutigam. Auf die Ehe, das fröhliche Grab jeder Liebe. Der Sat.1 Filmfilm mit einer Free-TV-Premiere. Ich habe nichts mit Hochzeiten am Hut. Ach nein? Mir ist multipler Orgasmus wesentlich lieber. Verstehe. Wedding Bells am Montag um 20.15 Uhr in Sat.1. Sagen Sie mal, Frau Graf, haben Sie eigentlich keine Angst um Ihr scheiß Knie? Klar, wenn du 10 Tage nicht gespielt hast und dann das erste Mal wieder auf den Platz gehst. Mhm. Und dann sowieso nur Angst hast, dich zu bewegen wegen dem scheiß Knie. Naja, das habe ich mir gedacht. Sicher, klar. Ich brauche was Süßes. Auf den Tag. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Bastian Pastewka. Und Markus Maria Puffiglich. Aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Hallo, meine Damen und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Endlich in der Bundesliga rollt wieder der Ball. Toll, Gerhard Schröder schafft die mittlere Reife. Und Riesenandrang, Sonnenfinsternisbrillen in Chemnitz, heute eingetroffen. Die Top-Meldung dieser Woche kam natürlich vom Sport. Tennis-Diva Steffi Graf hat gestern ihren Rücktritt vom Tennissport erklärt. Warum? Das sehen Sie exklusiv in der Wochenshow. Ja, das haben wir gleich, Frau Graf. Ein kleiner Pieks und schon ist alles vorbei. Die Sonnenfinsternis am vergangenen Mittwoch hat ganz Deutschland in seinen Bann gezogen. Die Zahl der Bundesbürger, die sich die verdunkelte Sonne im Freien anschauten, wird auf circa 1 Million geschätzt. Natürlich gab es auch da eine Dunkelziffer. Wir fassen noch einmal die wichtigsten Geschehnisse rund um die Sonnenfinsternis zusammen. Völlig unerwartet traf die Sonnenfinsternis Uli Stielike. Auch der beliebte Sportreporter Waldemar Hartmann war von dem Ereignis zu Tränen gerührt. In Stuttgart waren die meisten der angereisten Zuschauer schlecht vorbereitet. Viele waren für den schnellen Temperaturabfall einfach zu dünn angezogen. Andere wurden mit dem Schauspiel einfach nicht fertig und drehten durch. Schlimmer erging es nur noch den Tieren. Aber nicht nur in der Tierwelt war man von der Sonnenfinsternis überwältigt. Verteidigungsminister Rudolf Scharping und CDU-Chef Wolfgang Schäuble schauten dem Spektakel ebenso fasziniert zu. Mein lieber Wolfgang, ich freue mich, mit dir die Sonnenfinsternis erleben zu dürfen. Heute wird der Tag zur Nacht ein besonderes Ereignis. Ich sehe nichts mehr. Das ist der jüngste Tag, Wolfgang. Nostradamus, verstehst du? Nostradamus? Genau, der Name steht für großes Unheil und Katastrophen. Ach so, ich dachte, dafür steht es Schröder. Slobodan Milosevic soll vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag angeklagt werden und wird deshalb steckbrieflich gesucht. Vorgestern Nacht ist es dem bunten Nachrichtendienst gelungen, einen sensationellen Coup zu langen. Ein geheimes Einsatzkommando hat Milosevic aus Belgrad entführt und nach Deutschland an einen unbekannten Ort verbracht. Bei uns im Studio ist nun Trutz Rottmann, Leiter der Sonderabteilung Tyrannenraub im BND. Herr Einsatzleiter Rottmann, das war ja ein toller Husarenstreich. Wie haben Sie das geschafft? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Wir sind mit 6 Mann runtergeflogen nach Belgrad. Wir haben dort uns einfach bis zur Botschaft durchgefragt. Dann haben wir dort den Präsidentenpalast gefunden. Da sind wir dann da rein
und haben Milosevic einfach mitgenommen. Moment mal, durchgefragt, wie haben denn die jugoslawischen Sicherheitskräfte, ich meine, haben die denn da nicht eingegriffen? Nein, die Aktion war ja geheim, die wussten von gar nichts. Ja gut, ich verstehe. Das war ganz klar. Dann haben wir Milosevic einfach in ein Flugzeug gepackt und an einen geheimen Ort nach Köln-Ossendorf gebracht. Geheimer Ort Köln, gut. Und da sitzt er nun und wartet auf seine Verhandlung. Ja, aber das wird natürlich leider nichts. Sie wissen ja, die angespannte Situation in unseren Gefängnissen macht es nicht möglich. Dadurch, dass da alles voll ist, da haben wir ihn einfach wieder zurückentführt, wieder in den Präsidentenpalast. Naja, und da sitzt er jetzt unter Arrest, gesichert mit einer elektronischen Fußfessel. Mit einer elektronischen Fußfessel. Und Sie sind sicher, dass er da nicht wegläuft? Ich meine, wie wollen Sie das denn kontrollieren? Nein, das ist kein Problem. Sehen Sie, ich trage hier das Gegenstück. Ich habe auch so eine Fußfessel, ja? Dadurch sind Milosevic und ich in diesem Moment elektronisch verbunden gewissermaßen, nicht? Mhm. Momentan ist auch noch alles ruhig, das sehen Sie. Alles ist soweit in Ordnung. Natürlich, selbstverständlich. So eine elektronische Fußfessel, beziehungsweise das Gegenstück, das trägt dazu bei, dass... Oh, was ist jetzt los da? Oh, jetzt merke ich, bewegt er sich wohl gerade ein bisschen. Ne? Achso. Geht so wahrscheinlich gerade mal in Richtung Ausgang. Hey, ja, ja, bleibst du hier? Bleibst du jetzt hier? Weil dann alles wieder unter Kontrolle. Gut, das ist schön. Im Moment ist wieder alles ruhig. Die Leute scheint in der Wohnung weiterhin zu verbleiben. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, Herr Rottmann, dass er einfach so da bleibt. Was, wenn er einfach rausgeht? Nein, das kann gar nicht sein. Da brauchen Sie sich keine Sorgen. Oh, wahrscheinlich geht er jetzt gerade durch die Gegend. Aber kein Problem ist das für mich. Dadurch, dass, wenn er das wirklich macht und versucht zu fliehen, dann droht ihm der Entzug des Führerscheins für ein halbes Jahr. Das wird er nicht wagen. Ja, das glaube ich. Kein Problem. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. Herr Rottmann, das sind ja wirklich drakonische Maßnahmen, aber Sie haben die Sache im Griff. Richtig, man muss da hart sein. Machen Sie sich keine Sorgen dazu. Ja, ja, ja. Bleibst du hier, du verdammter Verbrecher. Na, den Lappen bist du los, Meister. Na. Lutz Rottmann, meine Damen und Herren, Einsatzleiter vom BND. Vielen Dank. Deutschlands Kicker, meine Damen und Herren, werden in diesen Tagen schlichtweg verwöhnt. Der Bundesliga-Start lässt bei vielen Fußballfans die Herzen immer höher schlagen. Die Herzen immer höher schlagen. Das gilt vor allem für diejenigen Fans, die trotz Bluthochdrucks zu viel rauchen und Bier trinken. Unsere Experten in Sachen Bundesliga sind Boris Becker und Tante Käthe alias Rudi Völler. Hast du eigentlich schon mal in die Badewanne gepupst? Ja, hab ich auch schon. Reiche Leute, meine Damen und Herren, man hört es allenthalben, werden immer exzentrischer. So reicht es dem amerikanischen Hamburger-König Stephen McDonald's nicht, seine Frau zum Hochzeitstag mit normalem Diamantschmuck zu beglücken. Nein, er schenkt ihr lieber einen Imbissring und eine Restaurantkette. Welche Essgewohnheiten der Mann auf der Straße hat, das wollten wir durch unsere Umfrage herausbekommen. Guten Tag. Wir machen eine Umfrage zum Thema Essen in Deutschland. Was gibt's denn heute Leckeres? Leckeres ist aus. Aber darf ich Sie was fragen? Antworten sind aus. Ich meine, es muss doch möglich sein, noch etwas mehr zu bekommen. Mehr ist aus. Ich meine, man muss doch einen Nachschlag noch bekommen können. Nächste. So, nun besuchen wir eine ganz normale Frittenbude. Guten Tag, ich hätte gerne eine Currywurst, bitte. Normal oder spezial? Spezial, bitte. Tja, man haut ja immer sehr schnell auf die armen Frittenbuden. Sicherlich, die Qualität der Speisen lässt manchmal zu wünschen übrig. Auch der Service ist nicht immer der beste. Auf der anderen Seite lassen sich manche Verkäufer einiges einfallen, um dem wachsenden Konkurrenzdruck durch die Dönerbude oder den Pizzaservice standzuhalten. Sehen Sie? Das meine ich. Guten Tag, wir machen eine Umfrage zum Thema Essgewohnheiten. Was wird denn hier so am meisten bestellt? Der Doppel-Mac-Burger. Oh ja, dann hätte ich den gerne einmal. Groß oder klein? Groß. Mit Käse oder ohne? Mit. Hier essen oder mitnehmen? Hier essen. Mit Serviette oder ohne? Mit. Sind Sie Linkshänder oder Rechtshänder? Die Mayonnaise gelb oder grün? Rhesusfaktor positiv oder negativ? Negativ. Können Sie hier bitte einmal vorschlagen? Einmal Doppel-Mac-Burger, bitte! Groß oder klein? Groß! Mit Käse oder ohne? Mit! Mit Serviette oder zurück ohne? Zurück zur Wochenshow. Ohne. Hier essen oder einfach.
In der nächsten Woche findet die Verleihung des Fernsehpreises Komet durch den Musiksender Viva statt. Dabei steht Pop-Diva Whitney Houston als Preisträgerin nicht zur Debatte. Nach Ansicht der Trendforscher ist Whitney bei den Kids total out. Ihr Problem, sie kann singen. Noch mehr von den Ereignissen in der kommenden Woche sehen Sie exklusiv in unserer Wochenvorschau. Montag. Oskar Lafontaine nutzt das schöne Wetter für einen kleinen Ausflug ins Grüne. Wie immer vertraut er dabei auf die Fahrkünste seiner Frau Christa Müller. Dienstag. Pop-Ikone Elton John dementiert Zeitungsmeldungen, nach denen er in finanziellen Schwierigkeiten stecken soll. Ihm geht es blendend, stellt er vor Journalisten fest und bekräftigt dies durch ein nagelneues, sensationelles Outfit. Mittwoch. Pech für Außenminister Joschka Fischer. Bei einem Kurzbesuch in Südafrika wird er von einem unbekannten Insekt gestochen, was seinen Körper am Donnerstag um ein Vielfaches anschwellen lässt. Freitag. Nur 10 Tage nach der Sonnenfinsternis versteckt sich der gelbe Planet erneut hinter dem Mond. Der Grund? Angela Merkel kommt nach langer Zeit wieder aus ihrem Keller hervor. Samstag. Martin Bangemann erläutert vor Vertretern der Wirtschaft seinen Ausstieg aus dem EU-Parlament. Nach seiner mitreisenden Rede besucht er ein nahegelegenes Schwimmbad und gönnt sich eine kleine Erfrischung. Ein abendlicher Aufenthalt im Lieblingsrestaurant erfreut sich in Deutschland immer größere Beliebtheit. Dabei werden japanische Sushi-Bars momentan am häufigsten besucht, vor allem von den Beamten des Gesundheitsamtes. Wie unbefangen sich ein kleiner Säugling einen Restaurantbesuch vorstellt, das sehen Sie jetzt bei Baby Markus. Bin, dann will ich auch meine Frau zum Essen einladen. Das muss dann so richtig schick sein, so mit Kerzenlicht und mit gedämpfter Musik und natürlich mit richtig leckerem Essen. Berti Fuchs, meine Damen und Herren, hat endlich einen neuen Job. Ab sofort ist er Trainer der deutschen Frauennationalelf. Beim Konföderationscup der Damen in Mexiko will er an diesem Wochenende sein Können erstmals unter Beweis stellen. Berti Fuchs ist uns jetzt trotz Jetlag live aus Mexiko zugeschaltet. Ja, Herr Fuchs, viele Fußballexperten glauben ja, dass sich der Fußball der Damen immer noch nicht mit dem der Herren messen kann. Sollten diese Sticheleien gegen den Frauenfußball nicht endlich mal ein Ende haben? Es wäre schon gut. Und dann sollte man die ein oder andere Vorurteile, die nach wie vor in Deutschland noch sind gegen den Frauenfußball, einfach mal abbauen. Die ein oder andere Vorurteile, verstehe. Sie bestreiten nun ihr erstes Spiel gegen Brasilien und die sind ja bekanntlich ein schwerer Brocken. Allerdings muss man auch wissen, dass Deutschland Brasilien 6:1 geschlagen hat, dass Deutschland bei der letzten Olympiade 1:1 gegen Brasilien hat. 1:1 gegen Brasilien hat? Nee, ist alles klar, Berti. Wie ich gehört habe, soll Ihre Frau ja gegen Brasilien sogar mitkicken. Wo wird die denn spielen? Sie wird über die rechte Angriffsseite für eine Menge Furore sorgen. Sie wird mit Tempo-Dribblings versuchen, die Brasilianerin in der Viererkette wirklich für die ein oder andere Situation zu besorgen. Zu besorgen, schön. Tut mir leid, Berti. Ich glaube, ich kann Ihnen nicht mehr ganz folgen. Stammen Sie erstmal aus. Vielen Dank, Berti Fuchs. Live aus Mexiko. Meine Damen und Herren, es ist und bleibt das entscheidende Thema. Am gestrigen Freitag startete die Bundesliga in eine neue Saison. Für viele Fans am Bildschirm die einzige Möglichkeit, mal etwas anderes als die Bälle der eigenen Frau zu sehen. Alles, was es sonst noch Wissenswertes zum Thema Fußball gibt, erfahren Sie jetzt in unserem Kicker-Magazin. Drei Ecken, ein Elfer mit Karl Mund. Hallo Fußballfans, hier ist wieder Karl Mund. Willkommen zu Drei Ecken, ein Elfer. Was war in dieser Woche los in Fußball-Deutschland? Wir haben uns beworben. Ja, Deutschland will die Weltmeisterschaft 2006. Aber England, Marokko und Südafrika auch. Große Konkurrenz, ne? Aber keine Angst, alles wird gut, denn die anderen haben ja keinen Kaiser. Und der hat ja am Wochenanfang die Bewerbungsunterlagen an den Präsidenten des Weltfußballverbandes, Josef Blatter,
übergeben. Wir waren dabei. Ja gut, Josef, hier sind alle Unterlagen und das Bestechungsgeld ist auch schon drin. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Die Weltmeisterschaft ist unser. Kommen wir jetzt zu meinem heutigen Gast. Für viele ist er ein genialer Fußballer, der leider viel zu häufig seine schwachen Momente hat. Und für die anderen ist er einfach der bestbezahlte Frauenfußballer der Welt. Hier ist Andi Möller. Sag Andi. Tut mir leid, hätte ich ja aber auch wissen müssen. Setz dich, komm, Andi. So. Ich will mal so sagen, an der Hand hier, da habe ich so eine Stelle, ich will ja nicht übertreiben, aber das tut wirklich weh, wirklich. Ja, darüber wollte ich mit dir eigentlich auch sprechen, Andi, ne? Hm? Es gibt ja nicht wenige, die sagen, du wärst ja kein richtiger Mann, ne? Echt? Kann ich mir gar nicht erklären. Ja, nur, es gibt einige in Fußball-Deutschland, die sagen, du würdest dich ganz schön anstellen, wie so ein Mädchen halt, ne? Mir ist sowas egal. Ist doch total primitiv. Ich finde das nicht interessant, ich finde das nicht wichtig. Wer hat das gesagt? Eigentlich alle, Andi, ne? Ich meine, das hat ja auch Vorteile, ne? Mädchen werden nicht geschlagen, ne? Die Mädchen nimmt man nicht den Ball weg, ne? Und Mädchen lässt man auch mal gerne ein Tor schießen, wa? Karl, ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Wirklich, ich habe wirklich alles, was ein Mann braucht. Brüste? Nein, ich habe zum Beispiel Durchsetzungsvermögen. Jetzt hör mal auf, Andi! Also, das weiß doch jeder Fußballfan in Deutschland, dass du dich nicht durchsetzen kannst. Kann ich doch. Na, kannst du nicht. Kann ich doch. Kannst du nicht. Ja. Nein. Doch. Aus. Na gut. Anderes Thema. Ein Vorwurf, den man dir häufig macht, ist ja deine Unzuverlässigkeit, ne? Naja, aber ich hatte auch gute Momente, zum Beispiel hier am Mittwoch bei dem Qualifikationsspiel von der Champions League da gegen FK Teplice da. Stimmt, das stimmt, ja, ganz tolle Dinge hat sie da gemacht. Und das haben wir uns mal angeguckt, das Allround-Talent Möller. Matza, hier, da sehen wir den Dribbelkönig. Jo, ja, und hier den Distanzschützen. Und hier den erbarmungslosen Vollstrecker. Patsch. Ja, super, super, Andi. Aber ist doch halb so schlimm, Andi. Du bist doch auch so ein ganz feiner Kerl. Aber zum Abschied hier wird noch eine Überraschung von mir für dich, ja? Echt? Ja, deine Kollegen, die haben ja alle Werbeverträge bis unter Dach, ne? Ja, und du noch ja nix. Hier hast du einen von mir. Ein Werbevertrag? Für was? Für Möller Milch? Nee, Andi, hier, für Lady Chef. So, das war bei Ecken und Elbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Karl Mund. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow unseren neuen Top-Reporter Peter Wuttke. Ein Einblick in das Zuhause der Andis und das ultimative Computermagazin Gaga. Also, bleiben Sie dran! Ein gerissener Juwelendieb. Oh ja! Ein riesengroßer Diamant. Und ein ziemlich mieses Versteck. Ist das hier wirklich ein Polizeirevier? Der Sat.1-Filmfilm am Samstag. Um an seine Beute zu kommen, tarnt er sich kurzerhand als Cop. Sie sind der neue Chief Detective des Hauptdezernats. Und nimmt das Gesetz in seine eigenen Hände. Die Hände auf den Bürgersteig. Ist kein Bürgersteig. Dann eben auf die Pepperoni-Macaroni. Martin Lawrence. Sie sind Mexikaner. Ist der Diamantenkopf am nächsten Samstag in Sat.1. Willkommen zurück zur Wochenshow. Das sind die weiteren Themen. Toll! FC Bayern präsentiert neue Viererkette. Kinoflop Wild Wild West viel schlechter als erwartet.
Und neues Sprichwort: Die Katze fällt nicht weit vom Tisch. Dermatologen sind sich einig, auf Rockkonzerten kann man sich unangenehme Hautkrankheiten holen. Besonders ein Besuch bei der Kelly Family ist ausschlaggebend. Wie Sie sich vor Krankheiten schützen können, das erfahren Sie in unserem neuen Wochenshow-Ratgeber. Heute zum Thema Gesundheit. Viele von uns haben morgens Probleme, aus dem Bett zu kommen. Das liegt häufig an einer falschen Lebensweise. Wenn Sie Ihren Tag gesund angehen wollen, sollten Sie zunächst Ihren Kreislauf in Schwung bringen. Wassertreten ist hier eine bewährte Methode. Doch Vorsicht! Wassertreten regt das Wachstum der Füße an. Wenn Sie zu lange treten, passt Ihnen kein Schuh mehr. Ganz wichtig, das richtige Zähneputzen. Falsches Putzen wirkt sich negativ aufs Gemüt aus und verursacht Karies im Knie. Bevor Sie das Haus verlassen, sollten Sie sich noch ein paar Minuten Ihre Haare auskämmen. Allerdings gilt auch hier, nicht zu lange kämmen. Mit einem gesunden Start in den Tag können Sie sich allen Herausforderungen stellen und meistern jede Hürde. Wolfgang Niedeck, meine Damen und Herren, Sänger der legendären Kölner Popgruppe Bab, zehrt immer noch von seinem größten Hit. Schließlich zitiert er ihn noch heute, wenn man ihn fragt, wann er das letzte Mal beim Friseur war. Verdammt, lang her. Probleme hat Niedecken allerdings seit der Trennung von seinem Gitarristen. Herr Niedecken, nachdem Ihr Freund und Gitarrist Major Häuser aus der Band Bab ausgestiegen ist, wollen Sie jetzt auch selbst komponieren. Können wir vielleicht mal was hören? Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Verdammt lang her, my Lord, Kumbaya. Kumbaya. Ja, Herr Niedecken, da bleibt uns ja nur zum Schluss Ihnen alles Gute für die Zukunft zu wünschen und damit zurück zur Wochenshow. Zu einem ernsteren Thema, meine Damen und Herren. Meeresbiologen schlagen Alarm. Nach Ansicht der Wissenschaftler wird der Blauwal in wenigen Jahren ausgestorben sein. Der Grund: es gibt einfach zu wenig Schnaps im Meer. Der Blauwal ist aber nur eine von vielen bedrohten Tierarten. Mehr davon erfahren Sie jetzt in unserer Wochenshow-Testredaktion. Schonungslos. Erbarmungslos. Rubbellos. Die Testredaktion. Verbotene Geschäfte mit unschuldigen Tieren. Immer wieder kommen auch deutsche Tierhändler in den Verdacht, mit bedrohten Arten schmutzige Geschäfte zu betreiben. Hinter dieser harmlos anmutenden Tierhandlung sollen bedrohte Tierarten gleich rudelweise über den Ladentisch gehen. Wir von der Testredaktion wollen es genau wissen. Was ist dran an den Gerüchten? Da wir keine ehrlichen Antworten erwarten, arbeiten wir mit versteckter Kamera. Entschuldigung, wir arbeiten mit versteckter Kamera und Scheiße, nochmal. Wir kommen am nächsten Tag wieder. Unsere Kamera ist immer noch in der Reisetasche und mittlerweile hat eine andere Verkäuferin den Kollegen vom Vortag abgelöst. Entschuldigung, haben Sie tibetanische Säbelzahntiger? So, ja. Was soll das denn jetzt? Das ist ja die gute Glänze für die Speckschwarte. Ach mein Gott, wir sind doch hier mit versteckter Kamera. Ach, so kann ich nicht arbeiten. Oh, diesmal brauchen wir nicht bis zum nächsten Tag zu warten, denn hier hat gerade der Schichtwechsel stattgefunden. Jetzt werden wir dem verbrecherischen Treiben endlich auf die Spur kommen. Entschuldigung, ich habe eine vertrauliche Frage. Kann ich bei Ihnen auch geschützte Tierarten bekommen? Also Nasengugu, Säbelzahntiger oder bengalische Löwen? Wir hier von der Tierhandlung Schlepps sind eine anständige Tierhandlung. Wir haben Goldhamster, Goldfische. Mensch. Kann ich vielleicht noch jemanden grüßen? Nein, können Sie nicht. Da muss es einer verpfiffen haben, so einen Scheiß. Wie
Korruption im Europäischen Parlament hat ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Die jüngsten Schlagzeilen machte das Kommissionsratsmitglied Kurt Denne. Unser neuer Kollege Peter Wuttke, der heute seine Feuertaufe im deutschen Fernsehen hat, will diesen Vorwürfen mit schonungsloser Härte auf den Grund gehen. Ich begrüße ihn in unserem Studio rechts der ISAB und links von mir. Hallo Peter Wuttke. Danke, Ingolf. Herr Abgeordneter Denne, Sie werden ja jetzt wohl wegen dieser Schmiergeldaffäre angeklagt. Moment, das ist nur ein Gerücht. Echt? Ja, aber in den Zeitungen, da steht doch geschrieben. Ja, in den Zeitungen. Sie haben da übrigens einen sehr schönen Pullover. Was? Ja, das ist nett. Sie sind ein sehr netter Mensch, Herr Denne. Ja, und ich bin völlig unschuldig. Wirklich? Ehrenwort. Das gibt's doch gar nicht. Peter, der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt. Ach, der Staatsanwalt, da kann ich wirklich nur lachen. Der Staatsanwalt. Entschuldigung. Es gibt keine Beweise. Ja, aber Herr Denne, es ist doch so. Ach, hören auf Sie diesem doch Foto. Auf. Was? Hören Sie doch auf. Soll ich aufhören, Ingolf? Nicht, gut. Also, auf diesem Foto hier, da kann man es doch genau erkennen. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ja? Passen Sie auf. Das Geld, was Sie auf diesem Foto sehen, das gehört nicht mir, sondern einem Freund und der ist Bankier. Und der Bankier hat mich gebeten, diese Scheine zur Reinigung zu bringen. Zur Reinigung. Denn die sind in seinem Tresor schimmelig geworden. Würden Sie einen Freund im Stich lassen oder würden Sie es tun? Hä? Nein. Natürlich nicht. Sie? Dann haben Sie also gar nichts mit dieser Schmiergeldaffäre zu tun. Ach, wo? Ingolf. Der Mann ist unschuldig. Der hat das Geld nur zur Reinigung gebracht. Mensch, Peter, siehst du nicht auf dem Bild, was da vor sich geht? Siehst du nicht, was da vor sich geht? Nö. Peter, du musst nachhaken. Ja? Du bist Reporter, du bist Journalist. Du hast eine Aufgabe. Nachhaken. Ja. Genau. Nachhaken. Jetzt stelle ich Ihnen aber mal die entscheidende Frage. Wissen Sie was? Merken Sie sich die Frage. Ich habe leider einen Termin. Ich muss los. Wiedersehen. Aber es ist eine... Ingolf! Sehen Sie das? Er schaut Fußball, trinkt Bier, schneidet sich die Fußnägel und Sie haben wieder nichts zu tun? Sind Sie deshalb öfter gereizt? Wird Ihre Beziehung dadurch belastet? Das muss nicht sein. Bestellen Sie noch heute das Fußnagel-Mobile-Set. Einfach die Fußnägel sammeln und dann in das Mobile einbauen. Es ist kinderleicht. Jetzt nur noch einen würdigen Platz suchen und schon wird jeder Ihr Zauberwerk bewundern. Bestellen Sie noch heute das zauberhafte Fußnagel-Mobile-Set für nur 74,80 €. Und wenn Sie jetzt sofort bestellen, bekommen Sie dieses dekorative Album für Ihre Cornflakes-Sammlung gratis dazu. Rufen Sie jetzt an. Und nun der Nachrichtenüberblick mit der knusprigen Anke Engelke. Berlin. Nach Bundeskanzler Gerhard Schröder versucht sich nun auch Umweltminister Jürgen Trittin als Fotomodell. Dabei sind ihm alle Mittel recht, um den Bundeskanzler zu übertrumpfen. Was treibt der Trittin denn da schon wieder? Morgen. Morgen. Ja, heiß. Oh, geil. Mann, oh Mann, bin ich schon ein scharfer Knochen. Worms. In der Kleinstadt kam es am gestrigen Freitag zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein Junge verschluckte beim Spielen eine Taschenlampe. Er war die ganze Nacht hellwach. Washington, die amerikanische Metropole, ist um eine Attraktion ärmer. Das berühmteste Bordell Washingtons muss schließen. Hier ein Foto des Etablissements. Thank you.
Und hier ein Veranstaltungstipp für morgen. Morgen Sonntag, den 15. August, lädt das Gut Keuchhof in Köln-Löwenich zum alljährlichen Eierlaufen ein. Beginn ist um 15 Uhr. Die Teilnehmer müssen über einen 10 Kilometer langen Parcours mehrere Paletten Eier tragen. Ziel ist die Haustür des Gutshofs. Koblenz. Nach einer Entscheidung des OLG Koblenz dürfen geschiedene Ehemänner durch einen Jobwechsel die Unterhaltszahlungen an die Ex-Frau senken. Altrocker Mick Jagger macht sich das Urteil bereits zunutze. Hannover. FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle ist in seiner Partei sehr beliebt. Deswegen vertraut man ihm auch gerne schwierige Aufgaben an. Guido, ja, Guido, hör mal, kannst du meinem Mann sagen, dass ich heute Abend etwas später nach Hause komme, ja? Danke. Mach ich. Du, deine Frau war gerade bei mir. Und, was wollt sie? Hab ich vergessen. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke, Anke. Boris Becker, meine Damen und Herren, wird in wenigen Wochen zum zweiten Mal Vater. Dabei soll der Sprössling des alternden Tennisstars jedenfalls nicht den Vornamen seines Vaters bekommen. Grund, Becker braucht ihn noch. Namen können aber auch in anderen Situationen zum Problem werden. Hey, Andi. Was gibt's, Andi? Es hat geklingelt. Geh mal an die Tür. An die wer? An die Tür. Sag das doch gleich, Andi. Hallo, Andi. Hallo, Andi. Hallo, Andi. Hallo, Andi. Sag mal, wie kalt ist es denn draußen? Andi, Andi. Ja, bitte? Na, nicht du, Andi. Ich meine, Andi, 12 Grad. Ganz schön kalt, Andi. Aber sag mal, wo warst du eigentlich, Andi? Ich war bei Dina, Andi. An die kann ich mich gar nicht erinnern, Andi. An mich, Andi? Nein, an die Dina, Andi. Ach so, Andi. Wie war's denn, Andi? Geht so, Andi. Wir saßen den ganzen Abend an die Theke. An der Theke, Andi. Entschuldigung, Andi. Wir standen also an der Theke und ich habe die Dina den ganzen Abend an die Hand genommen. Aber dann wollte sie an die Wäsche. An die Wäsche? Das ist doch toll, Andi. Von wegen. An die Wäsche ist der größte Frauenheld der Stadt. Ja, bitte? Wohnt ihr an hier? Nächste Tür? Nächste Tür, nächste Tür. Ach so, du meinst Andi. Ach, an die nächste Tür. Tja, dann müssen Sie an die nächste Tür. Danke sehr, tschüss. Lasst uns fernsehen. Super Idee, Andi. Mach an die Kiste. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Die Fußball-Bundesliga ist in die neue Saison gestartet. Deutsche Mannschaften sind endlich wieder unter sich. Es lauern keine übermächtigen Gegner wie Malta oder die Färöerinseln mehr. Uns interessierte vor allem, wie es um die Fitness der Spieler steht. Und wir fragten deshalb, wie fit sind sie? 34% der Fußballer antworteten, ja gut. Und 66% sagten, ja gut, wie gesagt, ich meine, das muss der Trainer entscheiden. Welche sind aber nun die beliebtesten Fußballprofis der Woche? Bei einer Benotung zwischen 0 und 5 haben sich 3 Sympathieträger durchgesetzt. Den Topwert von 5,0 bekam Lothar Matthäus für seinen Entschluss, endlich nach Amerika zu verschwinden. 4,2, das war die Note für Trainer Werner Lorand und seinen künstlerisch hochwertigen Ausdruckstanz. Und es gab die 3,8 für Mario Basler, weil bei ihm nicht nur die Socken qualmen. Ja, ein Star wie Basler hat natürlich Vorbildfunktion und weckt bei vielen Fans den Ehrgeiz, ihr Idol noch zu übertreffen. Wenn schon nicht an Intelligenz, dann doch wenigstens beim Zigarettenkonsum. Wer hier zur Übertreibung neigt, den sollte unsere Frage der Woche ganz besonders interessieren. Woran erkennen Sie, dass Sie zu viel rauchen? Auf Platz Nummer 10 in der Umfrage, Teer tropft aus Ihrer Nase. Platz Nummer 9, woran erkennen Sie, dass Sie zu viel rauchen? Sie trinken sogar Ihren Kaffee ohne Filter. Auf Platz Nummer 8, Ihre Frau möchte mit Ihnen ins Karussell, aber Sie drehen lieber selber. Platz Nummer 7, woran Sie erkennen, dass Sie zu viel rauchen? Ihre Kinder heißen Benson und Hedges.
Auf der Platz Nummer 6. Sie halten Bill Clinton für ein Schwein, weil er die Zigarre nicht geraucht hat. Auf der 5. Statt einer Haustürklingel haben Sie ein Nebelhorn. Auf Platz Nummer 4. Ihre Frau schenkt Ihnen immer Butterblumen, weil die so gut zu Ihren Zähnen passen. Auf der 3. Unserer aktuellen Umfrage. Wegen Ihrer Lunge verhindert Greenpeace Ihre Seebestattung. Auf der 2. Sie haben nach dem Sex einen Glimmstängel. Und das deutlichste Anzeichen dafür, dass Sie zu viel rauchen, ist auf Platz 1. Sie nehmen selbst den Pups Ihrer Frau auf Lunge. Das war 15% für diese Woche. Gestern hat mir der Zahnarzt einen Zahn gezogen. Doch zuerst wollte dieses verflixte Ding einfach nicht raus. Auch nicht, als der Doktor immer wieder so gemacht hat. Schließlich ist er sauer geworden und hat mir einen Kinnhaken verpasst. Der Zahn flog durch den Raum und im hohen Bogen der Arzthelferin in den Ausschnitt. Geil. Leute, was geht ab und kann man es wieder dran löten? Come on, linkt euch ein bei Gaga, der Computershow. Wir talken wieder übers Internet und über die neuesten Computerspiele. Mit mir im Studio, wie immer natürlich, unser Internetfreak PornX. Hallo, hi. Und natürlich auch Edgar, der wieder neue Games und Adventures für euch abgecheckt hat. Und bei Edgar gibt es einen Gast heute, nämlich den Spieleprogrammierer Frank Kant. Also, seid ihr gut drauf? Hi Leute, der Frank will uns heute sein neuestes Spiel vorstellen, für das er ein wenig an unserer Hardware arbeiten muss. Hallo. Wo kommt das denn jetzt her? Zuerst wollen wir aber einen kleinen View in unseren Chatroom machen, wer sich da bis jetzt so reingemailt hat. Come on, wir gucken einfach mal rein. Oh, da ist schon eine Menge los. Hier zum Beispiel mailt uns Megabyte Flievertüt: Hey Gaga Cracks, ihr seid wirklich cool, aber das Horrorspiel, das ihr letzte Woche vorgestellt habt, ist ein mega Reinfall. Das Einzige, was wirklich Horror ist, ist die Musik. Hey Flievertüt, da hast du dich voll verhört. Wir haben kein Horrorspiel vorgestellt in der letzten Woche, das war die CD von Olli P. So. Genug gechattet fürs Erste. Wir machen jetzt einen kleinen Walk on the Website und dazu begrüße ich gleich unseren Website-Man und Internetsurfer PornX. Na, bei euch alles alright? Hm? Jojo, alles klar, alles in Ordnung. Relax, Leute, everything's gonna be alright. Hey, PornX. Hey. Hey, Susi. Manuela. Unser Internetfreak PornX ist wieder für euch durchs Netz gesurft. So, what's up, Porn? Susi, ich kann dir sagen, what's up ist, Helga. Manuela. Okay, also ich habe hier eine voll fette Seite mal aufgerufen, ja, coole Popsongs zum Runterladen. Und das Faszinierende an dieser Seite ist die umfangreiche Bibliothek. Du meinst die Library? Exakt. Du meinst exactly. Genau. Und diese Library hier, die umfasst 25 Jahre Popmusik. Ich habe mich jetzt mal eingeloggt und muss einfach jetzt nur warten, bis der Datentransfer abgeschlossen ist. Hey Edgar, die Problems im Griff? Na, läuft das? Ja? Oh geil. Nee, es ist wieder weg. Oh Scheiße. In der Zwischenzeit kann ich ja mal zeigen, was ich gestern in meiner Freizeit gemacht habe. Super! Voll krass, wie? Wie bist du denn darauf gekommen? Wow! Mensch von X! Geil! Also die Anleitung dazu findet ihr unter www.ollekamellen.de und da sind auch noch andere Sachen, die man mit Papier machen kann, zum Beispiel tolle Boote oder einen lustigen Hut. Warte mal, das musst du mir mal aufschreiben hier, damit ich mich da einloggen kann. Hier ist ein Stift. Ein Stift? Naja, Stift und Papier. Papier? Da kannst du draufschreiben. Kann ich das nicht mailen? Na klar. Okay.
Ey, ich glaube, da kommt dein Song, Porn-Ex. Okay, da kommt mein Song, da ist er schon. Ausgewählt aus 4 Millionen Pop-Songs. Jetzt und hier mein Ständchen für dich, Katrin. Manuela. Oh, fuck. Oh, fuck. Das muss ich dem Provider mailen. Fuck! Okay, Porn-Ex, der Sound von 4 Millionen Pop-Songs auf einmal, das klingt ein bisschen wie Rammstein oder wie einstürzende Neubauten, aber shit happens. Und jetzt gibt's was für unsere Game Freaks von unserem Edgar. Hey, Manu. Und du hast ja heute einen richtigen Spieleprogrammierer zu Gast, hm? Ja, geht wieder. Geht wieder. Geil. Ja, und er wird uns gleich seine neueste Entwicklung... Ist wieder weg. Ist wieder weg. Die wird uns gleich hier... Geht wieder, geht wieder. Die wird uns gleich dann hier vorstellen. So, jetzt müsste es eigentlich laufen. Hallo. Oh, Scheiße. Hallo. Okay, what's up, Edgar? Gibt's was Neues an der Gamefront? Ja, also die Jungs von Sega Vega haben sich wieder auf ihren alten Hero Jam Ryder besonnen, der jetzt sein bereits fünftes Abenteuer erlebt. Wieder geht es wahnsinnig zur Sache, aber im Grunde wieder nur um Marmeladenbrote. Doch der Jam Ryder kennt kein Pardon und auf 48 Levels kann man seinen Kampf für die Marmeladenbrote mitfighten. Der Preis ist 278 Mark und das ist natürlich zu viel und deshalb schar.de. That's not viel, Edgar. Du bist wirklich witzig. 278 Mark für ein Spiel um Marmelade.de ist www.wirklichblö.de. Hey, jetzt klappt's. Okay, Porn-Ex. Und jetzt zu dir, Frank. Du hast ja ein neues, von dir selbst entwickeltes Spiel mitgebracht. Wir haben ein Spiel erfunden. Ja, vielleicht solltest du den Zuschauern erstmal erzählen, worum es geht. Ist es ein Adventure, ein Jump'n'Run, ein Beat'em'up, ein Strategie- oder ein Simulationsspiel? Wir so alles. Wir haben ein Spiel erfunden. Soll man zeigen? Komm, geh mal weg hier. Ja. Jo, das ist hier mein Spiel. So, das ist jetzt hier meine Mama und ich. Ne? Das ist meine Mama, so, die wohnt im einen Zimmer. Und ich wohne in dem anderen Zimmer, ne? Also Mama und ich zusammen. Und das ist jetzt irgendwie so, ich mach mal an, so, ne? So, jetzt komme ich nach Hause und jetzt ist das irgendwie so, dass ich irgendwie sehe, ey, Mama hat für mich Kohlrouladen gemacht, ne? Aber ich mag keine Kohlrouladen. Und dann sage ich zu Mama, scheiße, und dann nehme ich diesen Stock hier und dann haue ich ihr den Stock ins Auge, so, ne? Und dann zersäge ich die Mama und tue die in die Toilettenspülung rein, ey. Das ist total geil. Und dann kannst du ihr drei Teile durchschneiden, dann siehst du noch, wie die Ektodermis so abplatzt, ne? Und an der Sekunde kannst du dann genau sehen, okay, wie die auseinanderfällt. Ja. Ich würde mal sagen, das war Gaga für heute und nächstes Mal, da stellen wir euch das älteste Notebook der Welt vor. See you. Ey, guck dir die Scheiße mal an. Das ist total geil. Sehen Sie gleich in einer Wochenshow, wie Sie sich beim nächtlichen Anruf verhalten sollen. Also bleiben Sie dran. Sat.1 präsentiert Bob der Baumann. Alle Kinder, ob gross oder klein, werden glücklich sein. Ihre Liebling, der Bob der Baumann, ist Sonnenblumentanz begleiten und mit ihm zusammen zu singen und Spass zu haben. Erlebt den Bob der Baumann persönlich in Zürich am Donnerstag, 25. und am Freitag, 26. September im Theater 11 in Zürich. Hol dir ein Ticket jetzt unter ticketcorner.com oder mach mit beim Wettbewerb auf sat1.ch. Sat.1 wünscht viel Vergnügen. Sie denken, Sie haben leichtes Spiel. Deal or no deal. Und jetzt geht die Post richtig ab. Sie denken, es ist einfach. Oh Gott. Doch es zeigt sich. Guido, mach es wird spannend. Es wird aber noch spannender. Wer das Zeug zum Zocken hat. Oh Gott. Oh Gott. Deal or no deal. Das Promi-Special am Freitag um 20.15 Uhr in Sat.1. Was liegt an? Insider-Informationen. Langsam hätte ich nichts gegen ein paar handfeste Beweise. Wir haben die Beweise. Für die neuen Folgen vom Crime-Sonntag. Und rein! Neue Fälle.
Ich find's toll. Neue Folgen von Navy CIS und Criminal Minds. Fantastisch. Mit unseren Top-Agenten Gibbs, Tony, Hodge, Abby, Gideon. Und Perry. Der Crime-Sonntag. Ein Traumjob. Mit den neuen Folgen von Navy CIS und Criminal Minds in Sat.1. Hey, willkommen zurück zur Wochenshow. Handys, meine Damen und Herren, werden immer beliebter. Dabei ist es nicht immer möglich, schnurlos zu telefonieren, vor allem, wenn man gerade ans EKG angeschlossen ist. Es soll aber Menschen geben, die gar nicht mehr ohne Telefonieren auskommen können. Hallo? 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 Wer ist denn da? Ich hätte gern mit Gabi gesprochen. Hören Sie mal, wissen Sie eigentlich, wie spät es ist? Hm? Es ist wichtig. Geben Sie mir bitte die Gabi. Einen Moment. Gabi, Gabi, da ist jemand, der dich sprechen will. Hallo? Hallo? Hören Sie mich noch? Ja, Moment. Gabi, jetzt werd doch wach. Was ist denn? Da ist jemand für dich. Ja, hallo? Ich bin's. Wer ist denn da? Der Jürgen. Jürgen, sag mal, bist du verrückt, mich hier mitten in der Nacht anzurufen? Wer ist das? Was sagt der? Psst, sei doch mal still, ich kann nichts verstehen. Schatz, ich vermisse dich so sehr, ich musste dich einfach anrufen. Sag schon, wer ist das? Was sagt der? Ja, ja, ich hab die Akten mitten auf ihren Tisch gelegt. Ich bin scharf auf dich. Ich brauche dich, ich begehre dich. Die letzten Nächte mit dir waren fabelhaft, du Raubtier. Du. Psst, mein Mann könnte was merken. Sag mal, warum ruft dich dein Chef mitten in der Nacht an, ne? Nicht jetzt, Jürgen. Ich kann jetzt nicht reden. Wieso ist dein Mann eigentlich da? Ich denke, der ist auf Montage. Er ist früher zurückgekommen. Wer ist früher zurückgekommen? Natürlich, Chef. Über die Abrechnungen von letztem Monat reden wir dann morgen, ja? Auf Wiedersehen. Tut mir leid, Schatz. Komm, lass uns schlafen, ja? Hallo. Hallo. Gabi. Mist. Aufgelegt. Manchmal habe ich das Gefühl, du betrügst mich. Und jetzt, meine Damen und Herren, zeigen wir Ihnen noch, was Sie nach der Wochenshow erwartet. In unserem Wochenshow-TV-Tipp. In einer Landschaft, in der unberührt von Menschenhand die Natur manch ungewohnten Weg sich sucht und ein menschlich Aug und Ohr von so viel Schönheit nichts erahnt. Im Hain und Fauna die Laune der Natur seltsam lustvoll ihre Früchte trägt. Sehen Sie das erotische Ereignis des Jahres. Wilde Orchidee. Sex im Schatten des Blütenkelches. Gleich nach der Wochenshow. Das war die Wochenshow. Und wenn es Ihnen immer noch nicht reicht, dann klicken Sie uns im Internet an unter www.wochenshow.de. Und jetzt sehen Sie noch einige Szenen, auf die man besser nur unter der Decke gucken soll. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke. Wieso ist dein Mann eigentlich da? Wieso ist dein Mann eigentlich da? Ich denke. Weißt du was, Schatz? Manchmal glaube ich, wir sollten uns ein Telefon kaufen. Wer ist das? Hör dazu, ich stehe da vor dir. Ach. Hallo, hören Sie mich noch? Ja, Moment. Ja, Moment bitte, ja? Uschi, Gabi, Scheiße, wie heißt du jetzt? Ilse. Ach, genau.